Wir stehen kurz vor einer globalen Katastrophe. Unruhen, Atombomben, Naturkatastrophen, chemische und biologische Kriegsführung. Unsere Welt kann von heute auf morgen eine andere sein. Seit 22 Tagen nehmen diese Freiwilligen an einem 10-wöchigen Experiment teil. Es soll zeigen, ob und wie man überleben kann, wenn ein Virus fast die gesamte Weltbevölkerung vernichtet hat. Ihr Zufluchtsort, ein 15.000 Quadratmeter großes Fabrikgelände in Los Angeles. Anfangs hatten sie keinen Strom, kein Wasser und keinen Kontakt zur Außenwelt. Die senden nicht, das ist nur ein Testbild. Im Rahmen des Experiments wurden sie von Plünderern bedroht, die ihnen alles Lebensnotwendige stehlen wollten. Inzwischen haben sie Trinkwasser, Strom und eine Dusche. Nachdem ihnen bei einem Einbruch Vorräte gestohlen wurden, haben sie Waffen gebaut. Ich sehe fünf. Jetzt geht es um Solarstrom und es kommt zu Handgreiflichkeiten. Die Kolonisten versuchen jeden Tag aufs Neue, ein halbwegs normales Leben zu führen. Ich bin in der Fabrikhalle nicht glücklich. Unser Team hat ein großes Ziel, endlich hier rauszukommen. Sich nach einer Katastrophe mit allem Notwendigen zu versorgen, kann schwierig sein. Dann muss man sich neue Quellen erschließen. Als die Vorräte knapp werden, beschließen die 10, die trostlose Gegend möglichst bald zu verlassen. Dafür müssen sie aber erst einen alten Truck reparieren. Ihnen stehen nur die Gegenstände zur Verfügung, die sie an ihrem Zufluchtsort vorfinden. Was die Kolonisten noch nicht wissen, später bekommen sie alle nötigen Informationen über einen geeigneten Fluchtweg. In der letzten Woche sind sie ihrem Ziel einen großen Schritt näher gekommen. Michael hat den Motor des Wagens zum Laufen gebracht. Er läuft! Schnurrt wie eine Katze. Nun überlegen sie, wie das Fluchtfahrzeug ausgestattet werden soll. Wie muss es ausgerüstet sein, damit wir hier weg können? Es muss bedrohlich aussehen und uns Schutz bieten. Welche Bewaffnung soll es haben? Ich dachte an eine Kanone und den Flammenwerfer. Was meint ihr? An den Seiten sollte etwas Spitzes herausragen. Speere vielleicht. Wir müssen sitzen können, denn wir werden ja kilometerweit fahren. Einfache Holzbänke mit Klapptüren davor bieten Stauraum für unser Essen. Wir müssen auf die Höhe achten. Der Wagen ist knapp 4 Meter hoch. Wir reißen die Aufbauten ab, dann ist er niedriger. Wir ziehen so fest dran, dass die Aufbauten umkippen. Dann ist die Ladefläche frei. Oh, I took out the drill. Yeah, there we go. Good, done. Jetzt müssen noch die zersplitterten Holzplanken entfernt werden. Dafür kommt der neue Generator wie gerufen. Den haben die Kolonisten vor 4 Tagen zusammen mit 20 Litern Benzin von fahrenden Händlern erstanden. Der neue Generator liefert 4-mal so viel Strom wie der alte. Michael hatte ihn notdürftig aus einem alten Hochdruckreiniger und 2 Lichtmaschinen zusammengeschustert. Mit dem neuen Generator können sie das Schweißgerät einsetzen, das sie brauchen, um das Fluchtfahrzeug herzurichten. Scheiß Generator, Mist.
In der Werkstatt versucht Michael herauszufinden, wieso der Generator nicht geht. Wir haben Strom. Hier auf der Anzeige sieht man, dass Strom fließt. Aber zu wenig. Er fließt nicht konstant. Die Spannung schwankt ständig. Da stimmt was nicht. Der Händler hat uns beschissen. Wir haben ihm zwei gute Geräte für ein schlechtes gegeben. Im Katastrophenfall können zunächst kleine Generatoren und Batterien den Strom liefern. Aber langfristig braucht man etwas Solides. Bis der neue Generator repariert ist, muss der alte herhalten. So lange kann jedoch nicht geschweißt werden. Der alte ist nur eine umgebaute Lichtmaschine zum Batterienaufladen. Der Strom reicht nicht fürs Schweißgerät. Ich würde sonst was geben für Solarmodule. Ich bin es so leid. Ich habe welche gesehen. Wo? Joey erinnert sich an zwei Stellen, an denen er Solarmodule gesehen hat. Auf dem Dach eines benachbarten Gebäudes und vor 22 Tagen auf dem Weg zur Kolonie. Ich sehe fünf. Wo denn? Auf 1 Uhr, das sind doch welche. Die sehen wir uns an. Um den Generator zu ersetzen, brauchen wir 8 Module. Dann haben wir genug Strom fürs Werkzeug. Vielleicht kannst du dir mit ein paar Leuten die auf dem Dach ansehen und ich gehe mit ein paar Leuten zu der anderen Stelle. Wir bilden zwei Teams. Michael bezieht alle mit ein. Jedem ist klar, wie wichtig eine alternative Stromquelle ist. Und hier in Los Angeles bietet es sich natürlich an, die Sonnenenergie zu nutzen. Da die Kolonisten nicht wissen, ob sie außerhalb des Fabrikgeländes wieder von den Plünderern abgefangen werden, sind sie heute besonders wachsam. Mit Stöcken bewaffnet machen sie sich auf den Weg. Zum Glück ist keine Menschenseele zu sehen. Joey geht mit Wladimir, Leilani und Amy zu den Gleisen. Und Michael führt sein Team zu dem verlassenen Gebäude, um sich dort Zutritt zum Dach zu verschaffen. Ob da jemand wohnt? Wer weiß. Eine Stahltür. Mal sehen, ob ich's noch kann. Yeah! There we go. That was it? Hang on. Warte. Yeah! There! Irgendwas Unheimliches? Solarmodule. Those were the ones? Wow. Mit Solarstrom werden Warnleuchten an Gleisen betrieben. Sie hängen nicht am Netz und halten Jahre. Genau, was wir brauchen. Wir rollen das Ding weg und verschwinden. Michael hat es mit seinem Team weitaus schwerer. Die Solarmodule auf dem Dach sind fest montiert. Ich muss erst alle Schrauben rausdrehen. Die Seite ist fertig. Im Katastrophenfall kann Plündern und Stehlen alltäglich werden. Leute, die so etwas sonst nie tun würden, werden jetzt zu Dieben. Jedes Modul wiegt an die 10 Kilo. Um die 14 Stück, die sie gefunden haben, heil aufs Fabrikgelände zu bringen, improvisiert John V. eine Trage. Den Strom, den uns die Module liefern, können wir tagsüber nutzen. Aber erst müssen wir sie montieren. Push it down now. Mit vereinten Kräften rollt Joeys Team 4 Solarmodule in die Halle. Kurz darauf kommt Michael mit seinen Leuten zurück und bringt weitere 14 mit. Wie viel Watt? 75. Mal 4 macht fast 2 Kilowatt. Alles in allem sind die Kolonisten nun stolze Besitzer von 18 75-Watt-Modulen. Damit können sie die Batterien auf lange Zeit laden. Come on, guys. Kommt mal her, Leute. Come on, come on.
Ich erkläre euch jetzt, was ihr über ein Solarmodul wissen müsst. Es ist sehr empfindlich. Am stabilsten ist noch das Glas. Es ist kratzfest, aber zerbrechlich. Fallen zwei Solarzellen aus, liefert das Modul nur noch 10 statt 75 Watt. So empfindlich ist es. Wir haben unsere Batterien, wir haben unseren Wandler und der liefert uns den Strom. Die Solarmodule werden in Reihe geschaltet. Die wichtigste Aufgabe ist jetzt, sie draußen auf passende Gestelle zu montieren. Die Montage der Module erfolgt in drei Schritten. Zuerst werden drei Träger zusammengeschweißt. Jeder trägt später 6 Solarmodule. Dann wird das Grundgestell gebaut, auf dem sich die Träger frei drehen können. Im letzten Schritt werden sie so gelagert, dass sie automatisch dem Stand der Sonne folgen. Wie ein Generator, nur ohne Lärm. Und ohne Benzin. Wir können so viel Strom verbrauchen, wie wir wollen. Wenn wir uns ranhalten, sind die Module in 3 Tagen installiert. Das hat höchste Priorität. Bevor sie damit beginnen können, muss aber erst noch ein anderes Problem gelöst werden. Ich kann die Träger noch nicht zusammenschweißen. Dafür brauche ich den großen Generator. Wir müssen warten, bis es morgen früh hell wird. Dann überprüfe ich, warum er nicht läuft. Das ist die letzte Packung Kaffee. Und die Erdnussbutter ist aus. Die Kolonisten haben noch Lebensmittel für 11 Tage. Trinkwasser für 9 Tage und nur noch 15 Liter Benzin für den Generator. Ich mache mich jetzt an den Generator. Lasst mich das allein machen, zu viele Köche verderben den Brei. Schrei, wenn du Hilfe brauchst. Ich schweiße gern und lege mich gern ins Zeug. Irgendwie bringe ich den Generator schon zum Laufen. Für größere Konstruktionen nimmt man ein Schweißgerät. Damit lässt sich Metall in jede beliebige Form bringen. Aber man braucht ausreichend Strom, ca. 3000 Watt. 4 Stunden später steht Michael immer noch vor einem Rätsel. Na, wie läuft's? Schwierig. Willst du ihn mal anwerfen? Wenn man ihn anwirft, ist das Messergebnis gleich null. Der läuft zu langsam, die Drehzahl ist zu niedrig. Mit Johns Hilfe wird der Fehler schnell klar. Ich habe die Drehzahl reduziert, um Sprit zu sparen. Das war Blödsinn. Er läuft zwar, aber er bringt nichts. Er muss in einem Drehzahlbereich von 1800 bis 3000 laufen. Bauen wir ihn wieder zusammen, dann können wir schweißen. Während Michael den Generator herrichtet, prüft John C. im Hof die Solarmodule. In der Nebenhalle finden Mike und Joey Gerüststangen, aus denen sie die Modulträger herstellen können. Zu jedem Rohr brauchen wir ein Gegenstück, das sich außen drüber oder innen reinstecken lässt. Wie locker darf es sitzen? Kann ruhig etwas locker sein. Die sind alle gleich. Was ist das? Das trennen wir ab, dann sind wir weiter. Wie durch Butter. Ideal. Unser Drehgelenk. Gotcha. Got me again. Got me a couple times. Als die Träger fertig sind, machen sich die Männer an den Zusammenbau des Grundgerüsts. Hier muss die Stange hin. Wir bohren ein Loch in die Platte und stecken sie rein. Darauf kommt das große H mit den Solarmodulen. Morgens, mittags, nachmittags. In der Haupthalle arbeitet John C. unterdessen am dritten Teil der Konstruktion, dem motorisierten Sonnenortungssystem. Dafür verwende ich diesen Getriebemotor.
Das sind kleine Fotowiderstände. Sie stammen aus diesen elektronischen Bausätzen hier. Wenn die Sonne drauf scheint und dieser hier mehr angestrahlt wird als der, dreht sich der Motor im Uhrzeigersinn. Sobald beide gleichermaßen beschienen werden, bleibt er stehen. Und wenn es Nacht wird, dreht sich der Motor wieder zurück. Sobald beide Fotowiderstände voll im Licht sind, muss der Motor stehen bleiben. Funktioniert? Fantastisch. Brillant. Die einzelnen Komponenten sind fertig und werden in den Hof gebracht. Was wir jetzt brauchen, ist ein Knotenblech in die Richtung und eins in die Richtung, damit nichts wackelt. So ist es schon stabil. Sollen wir es schon aufrichten? Ja, so hoch ihr könnt. Kippen, kippen. Übernimmst du? Passt auf eure Finger auf. Gleich werden wir sehen, ob die Schweißnähte halten. Wenn sie brechen, dann jetzt. Da bricht nichts. Technik heißt für mich, coole Sachen zu erfinden. Was motiviert mehr als der Wunsch zu überleben oder sich das Leben zu erleichtern? Um die empfindlichen Module zu schonen, befestigt Joey sie an den Ecken mit Bolzen und Beilagscheiben. Jetzt bloß nicht daneben bohren. Gnade dir, wenn du daneben bohrst. Ich werde mich hüten. Bis zum Abend haben die Kolonisten alle 18 Module installiert. Nun fehlt nur noch Johns automatisches Sonnenortungssystem. Ein neuer Tag bricht an. Heute wollen John C. und Mike die Solarmodule fertigstellen. Und John V. überrascht die anderen mit einer genialen Idee. Ich dachte, ich baue uns eine Waschmaschine aus einem Fass, leicht geneigt. Bisher haben die Kolonisten ihre Kleidung von Hand gewaschen und ein Stück Wellblech als Waschbrett benutzt. Da packt man seine schmutzige Wäsche rein. Die Trommel wird von einem Fahrrad gedreht. Wird mein Hemd dann beige? Strahlend braun. Ich habe mir das so gedacht. Ich nehme diese Laufrollen. Die ganze Apparatur ist leicht geneigt. Das Fass dreht sich auf den Rollen. Und wenn man es ausleeren will, legt man es flach hin. Ich baue die Dreigangschaltung aus. Im Grunde ist es, als würde man Fahrrad fahren. Alles ist in einer Linie. Die Trommel liegt auf den Rollen und dreht sich, wenn man tritt. Ganz gemütlich. Die letzte Komponente des Solarstromprojekts ist die Steuerung. Dieser Arm wird hiermit verbunden und steuert die Module je nach Sonnenstand. Lass es uns ausprobieren. Schalt ein. Der Motor läuft. Ich will wissen, ob die Ortung richtig funktioniert. Sieht gut aus. Die Erde empfängt in einer Stunde mehr Sonnenenergie, als die ganze Welt in einem Jahr verbraucht. Wenn man diese Energie nutzt, ist man unabhängig vom Stromnetz und von fossilen Brennstoffen. Das hier ist der Motor für die Steuerung. Und das ist das Ortungssystem, das ich mir ausgedacht habe. Es arbeitet mit Fotozellen. Eine richtet die Module nach der Sonne aus. Wenn die Sonne auf den Sensor scheint, stoppt der Motor. Wandert die Sonne weiter, wandern die Module mit. Wird es dunkel, schaltet eine zweite Fotozelle alles ab. Wir bekommen kostenlosen Strom von der Sonne, ohne Generator, ohne Vergaser.
Die Batterien werden mit Solarstrom geladen, dank dieser Jungs. Thanks to these guys. Everybody, guys. Awesome. We're completely running on solar. Jetzt läuft alles mit Solarstrom. Die Module drehen sich und liefern die gewünschte Menge Strom. Die Sensoren funktionieren. Ich könnte nicht glücklicher sein. So it's all hooked up. Läuft alles, aber das Beste ist hier drin. Ich habe ein Voltmeter angeschlossen, um die Spannung zu messen. Es sind um die 14 Volt, das ist perfekt. Hier sieht man, dass die Batterien voll sind. Jetzt können wir schweißen, bauen, den Truck fertigstellen und von hier verschwinden. Legen wir los. Hier drin soll es leuchten wie ein Weihnachtsbaum. Am Ende des 25. Tages ist Michael nach Feiern zumute. Es werde Licht. Woo, yeah, baby. Lights, baby. Und das ist noch lange nicht alles. John V. hat die mit Pedalen betriebene Waschmaschine fast fertig. Jetzt montieren wir das Rad auf dieses Gestell. Noch ein paar Scheite, damit die Höhe stimmt. Verschrauben. Dann mal her mit der Trommel. Haben wir keine kleinere? Nein, nur die. Wir waschen. Ob meine Klamotten das überstehen? Es klappt, seht euch das an. Genial. Der Schonwaschgang. So schmutzig waren meine Sachen nicht. Sieh dir die Brühe an. Deine Sachen waren nicht schmutzig. Haha. 30 Sekunden Strampeln haben ganz schön was gebracht. Eine schöne Dreckbrühe. Hat sich gelohnt. It's very important that we maybe take a break, sit down, get off our feet, rest, relax. This is it. In dieser Phase des Experiments erscheinen plötzlich zwei Fremde in der Kolonie und melden Besitzansprüche an. Das Letzte, womit die Kolonisten rechnen, ist, dass jemand einen Schlüssel zur Fabrikhalle hat und einfach hereinspaziert. Nach größeren Katastrophen werden Gesetze und Besitzrechte oft missachtet. Dann besetzen die Leute Häuser und Gebäude, wo immer sie können. Das haben wir nach Katrina gesehen. Yo! Hey, guys. Hey, somebody's in here. Leute, da kommt jemand. Wer seid ihr? Hey, everybody. Hey, wir haben Besuch. Kommt alle her, sofort. Everybody in, now. What's up, man? Stay there. Bleib stehen. Wieso? Ich wohne hier. Nein, ich. Ich bin vor 6 Wochen von hier weggegangen. Was macht ihr hier? Die Neuankömmlinge sind vor ihrer Ankunft über alle Aktivitäten der Kolonisten informiert worden. Jetzt wohnen wir hier. Was macht der Truck hier? Wen haben wir reingeholt? Wenn ein Kerl, der fast 2 Meter groß ist und 120 Kilo wiegt, zur Tür reinkommt, schlägt man ihn nicht gleich zu Boden. Was ist mit dem Geld im Safe? Das haben wir. Und der Wodka? Er ist alle. Andre. Andre, I'm Joey. Joey. Okay. Elizabeth. Andre, I'm Mike. Pleasure to meet you. Hey, Andre. Mike, everybody introduce yourself. Let's get him some water. Elizabeth, nice to meet you, Elizabeth. Just out of curiosity, because we have... Nur aus Neugierde. Seid ihr hier eingebrochen? Nein, ich habe einen Schlüssel. Oh, okay. Wir haben uns schon gefragt, wer hier gewohnt hat. Wir haben nur nicht gedacht, dass derjenige zurückkommt. That they would be coming back.
Er hat viel verändert. Mehr als ihr ahnt. Und der Truck? Geht wieder. Ist nicht dein Ernst? Wir haben ihn zum Laufen gebracht. Und nicht nur ihn. Wir haben Generatoren, Strom, Solarmodule. Sind noch Vorräte oben? Es ist noch was da. Was mich total umhaut, ihr habt einen Schlüssel. Wir haben bisher noch niemanden getroffen, mit dem wir näher Kontakt haben wollten. Ihr habt hier gewohnt, aber jetzt ist es unser Zuhause. Joey, lauter bitte. Du sprichst hier für uns alle. Als Andre und Liz ankamen, haben bei mir alle Alarmglocken geschrillt. Joey ist für unsere Sicherheit zuständig. Aber kaum tauchen zwei neue Leute auf, verrät er ihnen schon in den ersten 5 Minuten all unsere Geheimnisse. Hier hat Michael sein Reich. Wir haben Strom. Wir spülen mit Abwasser. Oh, great. Ihr habt sogar einen Trainingsraum. Wer hat den gemacht? Leilani, sie trainiert uns in Kampfsport. Klasse, lass uns mal eine Runde boxen. Nachts sperren wir zu und schieben dieses Brett dazwischen. Wir sichern uns wie damals in der Normandie. Ich habe die Wand da oben ein Stück aufgebrochen. Von deinem Raum aus habe ich einen Steg gebaut. So können wir raussehen. Nach einer Katastrophe sind die Ressourcen knapp. Wenn man einen sicheren Zufluchtsort hat, muss man entscheiden, ob und wann man Neuankömmlinge aufnimmt. Dem kann man sich nicht entziehen, denn es gibt immer Menschen, die Hilfe brauchen. Versetz dich in seine Lage. Er wollte weg, ist aber nicht weit gekommen und jetzt sind wir da. Auch wenn er einen Schlüssel hatte, ihr habt ihn mit offenen Armen empfangen und sogar verraten, wo unsere Vorräte sind. Die Karten offen auf den Tisch zu legen, ist nicht klug. Hier geht's ums Überleben. Ich finde das nicht gut. Schöner. Bist du der Boss hier? In der Art. Das hat sich so ergeben. Er war schon mal hier. Ich traue ihm und auch wieder nicht. Die anderen finden das dumm von mir. Es wäre was anderes, wenn wir die beiden auf der Straße getroffen hätten. Aber der Kerl hatte einen Schlüssel. Er kennt sich hier aus. Ich würde draußen gern nach weiteren Überlebenden suchen. Allison will Joeys Alleingang nicht länger mit ansehen. Zieh das nicht allein durch, sondern zusammen mit uns. Lass uns das gemeinsam besprechen und führ ihn nicht überall rum. Typisch Joey. Hier ist das Essen, da steht das Wasser. Wie man mit Neuankömmlingen umgeht, führt oft zu Reibungen. Manche fassen schnell Vertrauen, andere langsamer. Ihr seid immer dagegen, Fremde hier reinzubringen. Und jetzt empfangt ihr sie so. Er hat einen Schlüssel. Egal. Hier geht es um unser Überleben. Wir müssen jetzt sehr wachsam sein. Es ist aber nicht besonders wachsam, wenn man sagt, willkommen, hier ist unser Essen und so müsst ihr die Waffe auf mich richten. Lasst uns als Gruppe auftreten und keine Joey-Show daraus machen. Ich halte mich zurück. Ja, bitte. Mir fällt da nur die Ankunft von uns Vieren ein. Wie froh und dankbar wir waren, als wir nicht mehr auf der Straße schlafen mussten. Und jetzt verhalten sie sich ganz anders. Das ist sehr merkwürdig. Trotz ihres Misstrauens essen die Kolonisten mit den Neuankömmlingen zu Abend. Lasst uns essen und jetzt entspannt euch erstmal. Was ist das? Rindfleisch, Reis und Nudeln. Wie viel Nachschlag kriegt jeder? Das sehen wir schon noch. Wir essen jeden Tag Konserven, Dinge, die wir nicht ersetzen können. Die halten nicht ewig. Es ist unglaublich stressig, wenn man nur noch für 2-3 Wochen Vorräte hat. Ich weiß noch nicht, ob ich hier bleibe. Aber ich bin hier ebenso zu Hause wie ihr. Ich bleibe so lange, wie ich will.
Wir sind eine Gemeinschaft. Wir haben Regeln, nach denen wir uns richten müssen, wenn wir überleben wollen. Ihr könnt nicht einfach an unsere Vorräte gehen, wenn ihr Hunger habt. Es geht nicht, dass ihr Trinkwasser zum Spülen nehmt, wenn ihr pinkeln wart. Wir haben Regeln. Verstehe ich ja. Aber wenn hier jemand reinkommt und draußen wartet auf ihn der sichere Tod, schickt ihr ihn dann weg, nur weil er eure Regeln nicht beachtet? Ihr spielt Gott, wenn ihr das tut. Wir halten uns an die Regeln, weil wir uns vor dem Chaos da draußen schützen wollen. Wenn ihr auch hier sein wollt, wo ihr sicher seid, warum haltet ihr euch dann nicht an die Regeln? Weil ihr mir vorschreibt, was ich zu tun habe. Die Regeln besagen, kein Wasser zu verschwenden. Lauter vernünftige Punkte. Wir schreiben dir ja nicht vor, dass du dich hier hinsetzen und dann dies und das tun sollst. Das geht mir auf die Nerven. Ich bleib, solange ich will. Das entscheidet nicht ihr. Bis dahin müssen wir miteinander auskommen. Der Besuch von Andre und Liz ist Teil des Experiments. Sie sind in die Kolonie geschickt worden, um den Zusammenhalt der Gruppe auf die Probe zu stellen. Ich wüsste gern, wo Andre die ganze Zeit steckt. Ich mache mein eigenes Ding. Ich hätte gern, dass ihr das respektiert und mich in Ruhe lasst. Ich will mit ihnen reden, ich kann sie nicht einschätzen. So sehr ich den beiden auch vertrauen möchte, ein Teil von mir hat Angst, dass sie nicht auf unserer Wellenlänge liegen. Dass Andre einen Schlüssel hat, macht ihn nicht automatisch zu einem guten Menschen. Keine Ahnung, wie man sich jetzt am besten verhält. Also warte ich erst mal ab. Bisher haben sie sich noch nicht bewährt. Was ist das für ein Geräusch? Kann ich kurz duschen? Na klar. Die Kolonisten rationieren ihren Wasserverbrauch und dürfen nur eine Minute warm duschen. Liz steht jedoch schon eine halbe Stunde unter der Dusche. Ich bin in höchster Alarmbereitschaft. Ich habe unsere neuen Freunde im Blick. Mist. Das ganze Wasser, das wir aufs Dach geschleppt haben. Wir lassen sie duschen und sie nutzt es hemmungslos aus. Ratet mal, Liz hat geduscht und das Wasser bis auf den letzten Tropfen verbraucht. Überrascht mich nicht. Was macht ihr da? Ich wollte was über uns notieren. Ihr zeichnet morgen alles über unseren Aufenthalt auf. Hast du heute schon trainiert? Ein bisschen. Lust auf eine Runde Sparring? Ich komme schon klar mit dir. Oh.
Liz! Ich glaube, André wollte testen, was ich drauf habe. Es wird höchste Zeit für eine Krisensitzung. Hey Mike, Mike, setz dich zu uns. Aus Stahl. Hier, mein Nasenzwicker. Du kannst dir deine Freunde aussuchen, aber nicht deren Nasen, stimmt's? Wir müssen was besprechen. Die Lage ist ernst. Wir haben die beiden willkommen geheißen. Wir haben ihnen Vertrauen entgegengebracht, Essen und ein Dach überm Kopf angeboten. Wir waren bereit, sie in unsere Gemeinschaft aufzunehmen. Jetzt muss was von ihnen kommen. Wie viel Zeit wollen wir ihnen geben? Bis jetzt kommen sie uns keinen Schritt entgegen. Das Wichtigste in einer Gruppe ist der Zusammenhalt. Der kann nur entstehen, wenn sich alle vertrauen und untereinander wohlfühlen. Sobald ein Außenstehender oder eine Gruppe Fremder auftaucht, wird diese Dynamik erschüttert. Das sind nicht nur Gäste, die uns ein bisschen nerven. Wir riskieren hier unser Leben. Wir sitzen hier rum und reden und die spionieren alles aus. Die sonnigen Zeiten sind vorbei. André, setz dich bitte zu uns. Die Wogen schlagen hoch. Die Gruppe fühlt sich provoziert. Er hört nicht mal zu, wenn du redest. Er sieht weg. Wenn du glaubst, deine Größe schüchtert mich ein, dann hast du dich geschnitten. Sieh mich gefälligst an. So nicht. Wir reden später. André, hör mir zu. Ich habe dich nicht einmal geringschätzig behandelt. Auch Joey nicht und George und der Professor nicht. Was wir dir sagen wollen, es gibt Verhaltensregeln, klar? Wir haben für das Wasser schwer geschuftet. Du hast keine Ahnung, wie schwer. Und dass wir dafür unser Leben riskiert haben. Wasser ist unsere Lebensgrundlage. Wenn du nicht ausgeschlossen werden willst, dann halt dich nicht von uns fern. Duscht nicht. Rührt nichts an, wofür wir hart gearbeitet haben. Doch André und Liz sind nicht bereit, sich an die Regeln zu halten. Liz, verschwinden wir. Kann bitte jemand für Sie Konserven holen und Wasser? John C. sucht Lebensmittelkonserven zusammen, um sie den beiden mitzugeben. Aber das scheint den Neuen nicht zu genügen. Hier habt ihr was zu essen. Was ist los? Liz, wo willst du hin? Nach Wochen in der Isolation glauben die Kolonisten, dass die Welt, in der das Experiment stattfindet, real ist. Deshalb reagieren sie auch empfindlich, wenn es um ihr Essen, um ihre Vorräte geht. Sie verteidigen ihre Vorräte, als hinge ihr Leben davon ab. Was wird das? Die Sachen gehören uns genauso wie euch. André und Liz haben die strikte Anweisung, die Kolonisten nicht zu verletzen. Aber das weiß die Gruppe nicht. Als die Anspannung steigt, kommt es zu ersten Handgreiflichkeiten. Lass mich in Ruhe, Blondie! André! Lass die Finger von ihr! Hört auf! Schluss damit! Wir haben euch schon Konserven gegeben! Die Situation eskaliert. Halt dich da raus! Rühr mich nie wieder an. Wir haben euch reingelassen. Wir haben euch Wasser und Essen gegeben und ihr bestehlt uns.
Gebt uns mehr. Warum fragt ihr nicht einfach? Das reicht. Stell die Dosen hin. Was machst du an meiner Tasche? Pack das wieder rein. Put my back in my bag. Verschwinde endlich! Andre und Liz werden zur Tür gebracht. Haut ab und lasst euch hier nie wieder blicken. Keine Angst. Wir kommen wieder. Wir kommen wieder. Dann schmeißen wir euch nochmal raus. Es geht schon. It's good. Nobody's hurt. Ich hab's überlebt. Okay. Fine. Fine. Habe ich von dir gelernt. Durch die Tür sind sie rein. Ich hab sie schon verriegelt. Ich muss mich erst beruhigen. Even Allison didn't know she could get that angry. Allison hat nicht geahnt, dass sie so wütend werden kann. Ich hatte es mir schon gedacht, hat mich beeindruckt. Es macht einen stark, wenn man weiß, dass man sich, wenn nötig, wehren kann. Und das war nötig. Es war schön und poetisch und magisch, trotz des ganzen Gebrülls und Geschreis. Zu spüren, dass wir zusammenhalten, dass wir ein gemeinsames Ziel haben, nämlich diese bedrohlichen Leute wieder loszuwerden. Und wir haben es geschafft. Der Verhaltenskodex der Kolonie. In unserer Kolonie gehen wir respektvoll miteinander um und sorgen für den Schutz und die Sicherheit jedes Einzelnen. Wenn jemand nicht bereit ist, sich an diese Regeln zu halten, können wir ihn nicht bei uns aufnehmen und müssen ihn abweisen. Denn dann ist kein friedliches Zusammenleben möglich. Die Kolonie. Kontaktaufnahme mit der Außenwelt. Wir senden. Ein Mitglied ist spurlos verschwunden. Ich kann ihn nicht finden. Ich lasse niemanden zurück.